wir sind drauf. Hallo YouTube! Hi! Wir sind heute auf dem Weg. Ich bin noch ein bisschen krank, deshalb lalle ich ein bisschen. Ich auch. Ich war viel, viel doller krank. Ja, ich werde jetzt erst krank. Wir sind gerade auf dem Weg zu meinem Geburtstagsgeschenk. Sie. Ja, und wir standen gerade kurz im zähfließenden Verkehr. Aber wir sind noch perfekt in der Zeit. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Ja. Wohin fahren wir? Wir fahren nach Dortmund. Was ist in Dortmund? Die Best of Musical Gala von der Stage Entertainment. Ja. Was sehen wir da? Willemijn Verkijk wird uns frei und schwerelos. Wie heißt es? Heißt es frei und schwerelos? Defying Gravity. Ja. Frei und schwerelos, ne? Ja. 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 Wird sie uns singen, hoffe ich. Und vielleicht noch ganz viele andere Sachen. Wir werden Sachen aus We Will Rock You hören. Wir werden Sachen aus der Schule des Manitou hören. Darauf bin ich persönlich sehr gespannt. Boah, da habe ich ja jetzt schon keinen Bock mehr drauf. Na, das wird gut. Wir werden Sachen aus so vielen Sachen hören. König der Löwen ist dabei. Und. Aber nicht Hairspray. Nee, das ist auch gar nicht Stage Entertainment, glaube ich. Das ist eine andere Produktionsfirma. Oh, wir haben Guaranteed Cats, ne? Nein, das wird ja im Moment gar nicht gespielt. Die zeigen nur Sachen aus Sachen, die gespielt werden. Ich mag nämlich kein Cats. Ich liebe Cats. Oh, Katzen. Sie also nichts Katzen. Gegen Katzen, bevor wir Katzenwasser haben. Wir werden euch danach sagen, was wir darüber gedacht haben. Wir nennen es nicht Rezension. Wir haben eine nette E-Mail bekommen. Oh! Die habe ich aus Versehen gelöscht. Oh. Das tat mir wirklich leid. Ich habe mich selber diese E-Mail gefreut. In der stand, dass Schwachköpfe wie wir doch bitte keine Rezension machen sollten. Weil das, was wir machen, ist höchstens Stammtischgeplapper und keine Rezension. Daher sagen wir einfach nach der Sache unsere Meinung und kurze Eindrücke, damit ihr nämlich noch Gelegenheit habt, euch Karten zu besorgen, genau. Weil im Moment geht die Tour noch. Jetzt halt, wie gesagt, halt in Dortmund, demnächst in Düsseldorf, in Köln wird sie noch sein und eigentlich überall in Deutschland. Ich glaube, wir sind nämlich gerade erst am Anfang der Tour. Weiß ich aber nicht genau, da möchte ich mir jetzt nicht drauf festlegen. Ja. Genau, das wird ein großer. Ich habe extra eingekauft dafür. Ich habe mich komplett neu eingekleidet, weil ich keine saubere Hose mehr hatte. Musste mir also eine neue Hose kaufen. Ja. Ja. Und ich trage den ersten Cardigan meines Lebens. Ja, und es ist gut. Also. Sie. Ja. Und das engste Hemd der Welt. Oh mein Gott. Guck mal, deiner Größe XS. Ist tatsächlich XS Hemd. Ja. Cardigan auch. Aber es ist von Review, das heißt, es fällt größer aus. Ich dachte, es sei hier fix. Okay, wir melden uns vielleicht gleich noch in der Halle. Vielleicht werden wir erkannt. Ja, wer weiß, vielleicht ist jemand von euch da. Oder es steht schon eine Meute Bushido-Fans. Die jetzt verprügeln wollen. Darauf warte ich auch mal. Ich warte immer noch auf den Tag, wo ich in der S-Bahn sitze und drei Bushido-Fans kommen und sagen, hey, was geht? Und dann sage ich, nix geht. Hier fährt was. Beziehen wir darauf eine Stellung auf die letzten Kommentare? Nein, ich möchte das einfach unkommentiert dastehen. Genau, wir haben ja schon ordentlich... Wir haben selber immer kommentiert zu den Kommentaren. Deshalb denke ich, müssen wir da jetzt hier nichts mehr zu sagen. Aber es kommen bald neue Filmkritiken. Genau, wir haben ganz viel gesehen. Ganz, ganz viel. Ja. Und es war viel Müll dabei. Ja. Enorm viel. Nicht so ein Müll wie der Bushido-Film. Das machen wir nicht in unseren Tags rein. Nein, Bushido nie wieder erwähnen. Was? Bushido werden wir niemals? Erwähnen in den Tags. Bushido? Ja. Bushido. Also Bushido werden wir niemals erwähnen. Nein. Ja. Gut. Wir sind jetzt gleich in Dortmund-Lüttgen-Dortmund. Super. Ne? Das ist nämlich immer Stau. Und wir sind bei 4 Minuten 42. Wir labern hier wieder nur einen Dreck, ne? Scheiße. Sollen wir das nochmal neu drehen? Nein, auf gar keinen Fall. Ich habe mein Hallo vergessen. Ja, und ich habe gar nicht gesungen. Ich wollte eigentlich was aus Wicked singen. Wir hätten eigentlich hier Alphabet
Aber haben wir jetzt auch was. Wir sind jetzt bei 5 Minuten und wir hören jetzt auf. Ja. So, dass noch kurz was anstimmen aus Wicked zum Schluss? Ja. Was dann? Frei und schwerelos, gleich das leichteste Lied auf der Dings. Mi. Nee, machen wir einfach später. In der Halle? In der Halle, vorne auf der Bühne. Da sagt Willemann, hey, komm, Stefan. Wie sie es Holländer? Hey, komm, Stefan. Ich kann leider keinen holländischen Akzent nachmachen. Kommst du? Kommst du, Stefan, auf Bühne? Tut mir leid für alle Holländer. Naja, mach jetzt mal lieber Schluss, sonst wird es noch peinlich. Okay, wir sind raus. Ihr seht uns jetzt, also ihr seht jetzt, was wir sehen. Hier auf der Kamera sieht das weitaus kleiner aus und weiter. Hier auf der Kamera sieht das weitaus weiter weg aus, als es ist. In echt ist das gar nicht so weit weg. Also wir sitzen schon an der Wand. Aber das ist jetzt nicht so weit weg, so wie es aussieht. Von daher macht euch keine Sorgen, wir werden gut gucken. So ungefähr sehen wir das. Das ist jetzt vierfach so, das sind 4 Meter. Weiß ja auch nicht. Naja. Wir melden uns auf jeden Fall danach. Oder vielleicht gibt es wahrscheinlich eine Pause. Stimmt, da ist ja einfach mit bei. Nein, das dürfen wir nicht. Schiller. Machen wir nicht. Ist sehr Kotthaut. Ich nicht. Also doch so ein bisschen. Na gut. Wo haben wir gepackt? Wir haben D2 gepackt. D2, das ist gar nicht so weit weg. 3 Meter Fußmarsch? Höchstens. Das waren vielleicht 150 Meter. Ja. 3 Minuten Läufer. War gut. Und eine Brezel kostet? 3 Euro. Und eine Cola kostet? 3,50. Im Cinemax sind günstiger. Ja. Naja, bis später.